einmal versuche ich das noch, aber wenn ich merke, dass es eskaliert, dann lasse ich das lieber. Ich bin mir wie gesagt nicht sicher, ob das wirklich jetzt nur zum Leveln da ist. Das kann natürlich sein. Wenn das hier wirklich nur zum Leveln gedacht ist, dann, naja, weiß ich nicht. Würde ich das ein bisschen schade finden. Tja, das war wohl nichts. Ich mache mal einmal hier einen Sprungangriff rein. Oh ne. Aber ich weiß nicht, so Offizier? Nee, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Sag mal, jetzt geh mal weg hier, ja? Reicht hier langsam. Ich möchte nicht ständig wegen euch sterben. Boah, jetzt holt er wieder sein Skelett. Nee, doch nicht. Doch, der holt doch sein Skelett. Nimm mal das Skelett kaputt. Das kann ich wenigstens. Ey, sag mal. Erbärmliche Ratte. Geh doch. So, jetzt kann ich kurz warten. Kann auch kurz mal eine Tomate. Nee, ich esse lieber wieder einen ganzen Kürbis. Der ist viel nahrhafter als so eine Tomate. Und dann warte ich jetzt mal, bis ich meinen Dämon wieder rufen kann. Und dann machen wir das Ganze mal nochmal. Dann glaube ich auch, hat das Ganze etwas mehr Sinn. Ihr versteht, was ich meine, oder? Ich hoffe. Wer nicht? Dann bin ich sehr enttäuscht. So, wir essen mal noch was. Was essen wir denn jetzt noch? Ein bisschen Salat. Salat ist gesund. Vielleicht hilft uns das ja, wieder klaren Kopfes zu kriegen. So, hier einmal mein Dämon. Und hier einmal die drei Leute. Ich habe keine Ahnung, was das genau bringen soll. Also, ich... Wow. Meine Güte. Was zum Geier war das denn jetzt? Oh nee. Das war knapp. Das hätte auch schief gehen können. Ja, komm, hilf mir mal. Ich verstecke mich einfach. So ist gut. Was? Zum Geier war das da gerade? Ich bin schwer verletzt. Wo kommt der denn auf einmal her? What? Ey, das Spiel ist doch nicht mehr ganz dicht, ey. Im Ernst? Der war einfach da. Nee, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt reicht mir das. Was auch immer das Ding ist, entweder schreibt mir das mal ins in die Kommentare, wenn ihr wisst, wozu das Ding gut ist, ob das ich wirklich nur zum Leveln da zu ist. Rangehen an dieses ob Dich. Das bestimmt eine bestimmte, weiß ich jetzt nicht, naja, wie soll man sagen, einen bestimmten, für eine Mission halt gut ist. Einen bestimmten Zweck erfüllt, genau das wollte ich sagen. Ja. Aber ich beschäftige mich damit jetzt nicht mehr länger. Ist doch doof, ey. Also, das habe ich echt, das habe ich gerade echt nie verstanden. Was ist da gerade bitte passiert? Einfach, bam. Vielleicht sollte ich hier wirklich noch nicht hin, weil hier geht, glaube ich, alles weiter. Was ist denn hier schon wieder? Hier ist schon wieder irgendwie so ein komisches, hier sehe ich doch bestimmt diesen Bellegarde wieder. Sag ich doch. Der Dämon war im Kampf unterlegen, den Drachentöter konnte er nicht erlegen. Hades Brut konntet ihr euch erwehren, doch könnt ihr den Untoten das Fürchten lehren? Bitte? Mach mal. Du schaffst das. Mein Untoter ist viel besser als deine Untoten. Ich weiß übrigens nicht, wofür dieser Bellegarde gut ist. Also gut, er war für die eine Mission gut. Wo ich die... Na, sag schnell. Wo ich... Ah, hier, genau, den Dämon bezwingen sollte und die Klaue mitnehmen sollte. Wieso leckt das jetzt hier so? Hallo? Was macht mein Computer gerade? Was auch immer er getan hat, ist es wieder vorbei. Das ist gut. So, ich will jetzt aber trotzdem mal kurz auf die Map gucken. Ich gehe, glaube ich, jetzt hier wirklich in einen Bereich, wo ich noch nicht hin muss. Aber wir können ja mal diesen großen Bogen hier gleich gehen, damit wir, ihr seht, glaube ich, meine Maus gar nicht, damit wir wieder zum Schrein zurückkommen. Ja, ich bin dafür. Wir gehen hier jetzt lang und dann gehen wir den großen Bogen. Ich muss ein Heilmittel finden. Hilfe! Dieses Gift bringt mich Hilfe, um. Hilfe, Hilfe, was ist hier los? Warum schießt denn hier plötzlich jeder auf mich? Das sind ja nur Level 9 Banditen. Eigentlich brauche ich bei denen ja gar keine Angst haben, aber gut. Die Menge der
macht es aus, ne? Die Menge der Gegner. Ich kann den Haushoch überlegen sein vom Level, aber wenn sie sozusagen zu sehr viel sind, dann können sie mir mehr Schaden machen, als ich machen kann. Ihr versteht schon, was ich meine. Sag mal, wo lauft ihr denn hin? Ich bin euer Gegner. Habt ihr das vergessen? Ich bin euer Gegner. Aber ich glaube, wenn hier die wieder auf Level 9 sind, das wundert mich so ein bisschen. Warum sind die erst auf Level 11 und jetzt wieder auf Level 9? Ich weiß nicht. Das ist alles sehr, sehr eigenartig. Ich verstehe das nicht ganz. Was ist denn hier? Ah! Wieso schießen die denn jetzt auch noch auf mich? Boah, sag mal! Ich dachte, hier wäre mal ein ruhiger Ort, wo ich was machen kann. Hier sind Rosen. Die nehme ich doch gleich mal mit. Schwarze Rosen. Ich mag Rosen. Vor allen Dingen schwarz. Oh. Also wenn ihr mir mal einen Gefallen tun wollt, schenkt mir eine schwarze Rose. Die da im Dorf scheinen ganz nett zu sein, weil die greifen mich jetzt gerade nicht an. Aber das heißt noch gar nichts. Jetzt komm her. Sag mal, hallo? Sag mal, ich mag das nicht. Diese Bogenschützen, die machen das zwar richtig taktisch und auch gut. Irgendwie ist mein Untoter tot. Aber ich hasse das, wenn ich vor denen stehe und die einfach weglaufen. Der ist sogar Level 10. Der kann mir sogar ein bisschen wehtun. Nee, zu euch gehe ich jetzt noch nicht. Ich habe so ein bisschen Angst vor euch. Hier steht da so demonstrativ. So, was haben wir denn hier? Ah, hier haben wir wieder einen Stein. Ich bin jetzt im Süden. Okay. Ich habe Angst. Ich habe so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich rufe einfach mal meinen Freund und dann spreche ich mal mit dem. Hallo! Na, ihr seid alle noch grün. Gekommen, Drachentöter. Okay, heißt das jetzt, ich bin nicht nett hier? Aber egal. Dies ist nicht die Herberge, die mir beschrieben hat. Was? Die man mir nicht beschrieben ganz, hat? Nein, aber hier könnt ihr euch auch ausruhen, bis in alle Ewigkeit. Ja, ich verstehe deine Anstellung schon. Ist klar, ich wusste, dass sie mich tot sehen wollen. Los, töte sie alle. Warum packst du eigentlich immer deine Schwerter ein? Miss. Gift bringt mich um. Oh Gott, ich darf nicht in der Mitte stehen. Das ist, glaube ich, ein fataler Fehler. So, den töten wir mal. Jawohl. Also es ist, glaube ich, ganz gut, dass ich schon so hoch gelevelt bin, obwohl ich nicht ganz verstehe, warum die Gegner hier so relativ niedrig sind. Ich dachte eigentlich, hier kommt man so oder so hin. Jetzt komm her, du! Feigling! Geht doch. So, und jetzt nur noch du. Was hast du für ein Level? Kannst du mir das mal verraten? Level 11! Aber du bist ja schon fast tot. Yeah! Der hat mir was hinterlassen. Oh, was hat er denn hier alles? Zerknüllter Brief. Das ist ja cool. Ein Schwert. Und Schwert, ein Armreif, Stärke und Lebensentzug, das ist genial, den Ring muss ich unbedingt anlegen, weil ich habe ja Lebensentzug schon geskillt, das habt ihr ja gesehen, und wenn ich dann noch zwei Stufen zusätzlich drauf kriege, boah, ich weiß immer noch nicht, wofür das Pergament da ist. So, wir haben ja aber erstmal ein Schwert, das macht doch nicht mehr Schaden, als ich dachte. Todesschlag. Aber ich kriege keine Energie mehr. Dann kriege ich weniger Energie. Das, nee. Nee, das lassen wir mal noch. Das lassen wir mal noch schön sein. Was ich jetzt anlegen wollte ist... Oh, ich habe neue Handschuhe. Das wusste ich auch noch nicht. Fernkampf aus... Fernkampfrüstungswert. Okay. Ich wollte den Ring anlegen. Ach, der muss hier unten hin. Wie kommt das denn? Aber Lebensentzug und Stärke, meine Güte, das ist ja mal richtig genial. So, ich gucke mich mal hier weiter gleich um. Ist das schon wieder ein Hebel? Wofür sind diese verdammten Hebel in der Landschaft da? Ich verstehe das nicht. Die müssen doch für irgendwas gut sein. Was ist hier los? Ah, hier ist jemand. Der ist mal mein Freund. Hi. Zeit dafür nimmt, dieses großartige Bauwerk zu bestaunen. How refreshing. Der... Warum hat er das gerade auf Englisch gesagt? Ich meine, man hat eindeutig gehört, dass das eine übersetzte Stimme war.
Und die hat trotzdem... Warum habt ihr das auf Englisch übersetzt? Warum habt ihr nicht gesagt, we are crickling? Oder we are quicken? Egal. Die meisten interessieren sich nicht dafür. Die Händler denken nur ans Geld, die Soldaten an Alkohol. Oh, ist ja super. So ist das Leben heutzutage auch. Klar, dass dieser von ihnen so wenig beachtete Ort bis zurück in die frühe Geschichte der Menschheit reicht. Wie kommt es, dass ihr so viel über diesen Orden wisst? Ich bin Archäologe. Allerdings ist mein Wissen über diese Steine begrenzter, als es mir lieb wäre. Das ist eindeutig ein französischer Akzent, was der da hat. Obwohl ich nicht weiß, warum, aber egal. Vielleicht sagt sein Name ja Grégory... Grémory. Ja, keine Ahnung, klingt jetzt nicht so französisch. Okay, ich kann auch kein Französisch. Ich habe Französisch aber 3 Jahre lang in der Schule gehabt. Also, wenn das Französisch ausgesprochen werden sollte, dann wäre das wahrscheinlich... Grégory... Nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Gebe ich's auf. Die eingemeißelten Symbole sind zu alt, als dass ich sie ohne Literatur entziffern könnte. Leider wird der Sinn dieses Kreises für mich wohl ein Rätsel bleiben. Ajo, vielleicht kann ich dir helfen. Ich würde gerne diese Inschriften lesen können, aber falls ihr der alten drakischen Sprache nicht mächtig seid, könnt ihr mir wohl nicht helfen. Das ist traurig. Ihr jedoch auf einen 10.000 Jahre alten Menschen treffen, der immer noch diese Sprache beherrscht, könnt ihr ihn ja fragen. Gute Reise! Okay. Yes? Was brauche ich denn für den? Was steht denn in meinem Tagebuch? Also ich weiß noch nicht genau, was ich für den brauche. Wo ist denn hier sprachlos? Bla 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 bla. Es handelt sich über drachische Sprache, die schwer... Okay. Eine Sprache halt, eine uralte Sprache. Ich muss jemanden finden, der eine... Wartet mal! Wieso kämpft ihr? Aua! Das ist jetzt nicht so nett. Oh Gott, Hilfe! Was soll das denn? Meine Güte! Ey, das war jetzt nicht so nett. Boah! Hilfe! Ich habe gerade nach jemandem gesucht, der eine alte Sprache spricht. Und nicht nach ein paar Leuten, die mich vermöbeln. Das war jetzt, aua. Es tat ganz schön weh. Was habe ich denn hier noch alles? Achso, ich hatte ja so einen zerknüllten Brief. Wollen wir mal gucken, was da drin steht. Diese Ungeheuerlichkeit muss aufhören. Ich bin der einzige Banditenführer in diesem Tal. Und du wirst das schon bald zu spüren bekommen. Entweder schließt du dich mir an, oder aber ich werde dafür sorgen, dass deine Leiche bei Lord Lycan landet. Gezeichnet Jagon. Oder Jargon. Oder keine Ahnung. Warum habe ich eigentlich so viele Sachen hier in meinem Inventar? Ich sehe, ich habe nur noch 30 Platz. Was wollte ich machen? Ach ja, ich wollte was essen. Etwas zu essen, bitte. Eine Birne? Ja, okay, essen wir eine Birne. Ich habe noch einen Trank. Leben? Manus, naja, Manus, Mana-Punkte brauche ich gerade nicht. Oh nee, der kommt hierher. Mach mal was, Dämon. Komm schon, du schaffst das. Oh mein Gott, ich habe so ein bisschen Angst. Der will was von mir. Aua, der will mich angreifen. Warum läuft der denn jetzt wieder weg? Warum läuft der weg? So, cool. Ich habe ihn noch mal ein bisschen angefeuert. Warum läuft der denn einfach weg? Ist ja völlig unnormal. Ich meine, er hat mich nicht besiegt. Er hat gar nichts gemacht. Ich muss noch mal was essen. Kartoffeln! So ist gut. So, jetzt habe ich alles... Ja, jetzt habe ich eigentlich alles soweit. Irgendwann... wieder in Ordnung gebracht. Irgendwann werde ich dieses... Ah, jetzt pack das da hin. Pack das da... Dann pack das halt nicht dahin. Irgendwann werde ich dieses Inventar auch mal durchaus sortieren und so. Aber nicht jetzt. Yeah, du überlebst das nicht, sage ich doch. Meine Güte. Ja, Schwächling. Die haben... Also, ehrlich. Das war ein richtig genialer Überraschungsangriff, was die gemacht haben.